Dass der Kontakt zur eigenen Mutter etwas sehr Wertvolles und Zerbrechliches ist, musste Rocco schmerzlich erfahren. Nachdem seine Mutter und seine Schwester vor fast 30 Jahren nach England auswanderten, verlor er diese Verbindung. Und das war der größte Fehler seines Lebens. Wiesloch im nördlichen Baden-Württemberg, etwa 13 Kilometer von Heidelberg entfernt. Nicht weit vom Zentrum der 26.000 Einwohner zählenden Kreisstadt lebt Rocco mit seiner Frau Jeanette. Der 50-jährige Speditionskaufmann verlor vor knapp 30 Jahren den Kontakt zu seiner geliebten Mutter und Schwester, die damals in England lebten. Bis heute leidet Rocco täglich unter dem Verlust. Ich liebe meine Mutter und meine Schwester. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Wir haben uns immer gut verstanden. Unsere Mutter war immer gut zu uns. Und meine Schwester und ich, wir waren sehr innig, fast wie Zwillinge. Also ich vermisse schon sehr. Rocco wird 1963 in Heidelberg geboren, seine Schwester Rita ein Jahr später. Kurz danach verlässt der aus Italien stammende Vater die Familie und Mutter Monika steht mit ihren Kindern völlig allein da. Sie gibt Rocco zu den Großeltern, die kleine Rita behält sie in ihrer winzigen Einzimmerwohnung bei sich. Doch jede freie Minute verbringt die Familie gemeinsam und Rocco vermisst nichts bei Oma und Opa. War schon eine schöne Kindheit. Ich habe von meinem Opa alles bekommen. Sie haben mich auch immer vom Kindergarten abgeholt, weil meine Mutter ja gearbeitet hat. Ich hatte immer Kontakt zu meiner Mutter, zu meiner Schwester. Also die Kindheit war schön. Ende der 60er Jahre verliebt sich Roccos Mutter in Ian, einen in Deutschland stationierten Soldaten der britischen Armee. Die beiden heiraten, bekommen noch zwei Söhne. Rocco bleibt bei seinen Großeltern. Als Mutter Monika 1975 mit ihrer neuen Familie ins englische Leicester auswandert, will sie den 12-jährigen Rocco eigentlich mitnehmen. Als ich ungefähr 12 Jahre alt war, ist meine Mutter und meine Schwester nach England ausgewandert. Sie hat mich gefragt, ob ich mit will. Aber ich wollte hier bleiben, hatte meine Freunde, meine Schule. Und ich weiß, ich kann jederzeit zu euch kommen, ich kann euch immer besuchen. Und dann bin ich hier in Deutschland geblieben. Rocco bleibt mit seiner Mutter und Schwester weiterhin in engem Kontakt. 1978 stirbt Roccos Großvater. 1983 seine geliebte Oma. Rocco, der plötzlich ganz auf sich allein gestellt ist, besucht seine Familie noch einige Male in England. Doch dann bekommt er eine Ansichtskarte von seiner Mutter und alles verändert sich. Mitte der 80er Jahre habe ich von meiner Mutter eine Ansichtskarte bekommen. Mit der neuen Telefonnummer drauf, neue Adresse. Als ich dort angerufen habe, war die Leitung tot. Ich habe dann immer wieder Briefe geschrieben, die kamen immer wieder zurück. Ich weiß auch nicht warum. Seit damals habe ich nie wieder was von meiner Mutter und meiner Schwester gehört. Julia hat sich mit Rocco verabredet. Sie möchte mehr über ihn und seine Geschichte erfahren. Hallo Rocco. Hallo Julia, schön dich zu sehen. Ich freue mich sehr. Hi, grüß dich. Komm mit rein. Rocco, du suchst deine Mama und deine Schwester. Wie lange hast du die beiden nicht mehr gesehen? Ja, ich habe die circa knapp 30 Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe die, wo ich ja, so 22, 23 Jahre alt war, das letzte Mal in England gesehen. Das war eigentlich der letzte Kontakt. Gab es seitdem noch mal irgendein Lebenszeichen? Nein, gar nicht. Ich habe recherchiert im Internet, ich war beim Roten Kreuz, ich alles versucht, aber es hat alles nichts gebracht. Was bereust du heute? Also ich bereue, dass ich damals nicht mehr gemacht habe. Dass ich nicht länger gesucht habe. Siehst du das auch so, dass manchmal Kontakt schneller verloren geht, als man denkt? Und dass das eigentlich was sehr Kostbares ist, dass man das so irgendwie bewahrt? Ja, auf jeden Fall. Man sollte die Familie zusammenhalten. Die Zeit, die rennt so. Und dann denkt man immer mehr dran. Im Moment ist das Wichtigste für mich, meine Schwester und meine Mutter zu finden. Rocco, ich war in England und habe nach deiner Mutter und nach deiner Schwester gesucht. Nee, oder? Schau mal. Julia macht sich auf die Suche nach Roccos Mutter und seiner Schwester. Sie fliegt nach England. London ist die Hauptstadt Englands und des Vereinigten Königreichs. Mit über 14 Millionen Einwohnern in der Metropolregion ist die Stadt die bevölkerungsreichste in der gesamten Europäischen Union und Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt. Doch für Julia ist London nur Durchgangsstation, denn die letzte Spur der Familie Roccos liegt knapp 100 Kilometer weiter westlich.
Ich bin jetzt in London angekommen, aber ich muss noch weiter. Die letzte bekannte Adresse von Monika Barber, so heißt Roccos Mutter, ist auf dieser Ansichtskarte aus den 80er Jahren. Die Adresse liegt in Thatcham, das ist knapp 2 Stunden von hier. Und genau dort werde ich jetzt versuchen, eine Spur zu finden. Julia macht sich gleich auf den Weg. Doch für sie birgt der englische Linksverkehr seine ganz speziellen Tücken. Und dann Gang schalten mit links. Ich muss mal heute noch den dritten Gang suchen. Oh nee, ist das peinlich. Doch schließlich findet Julia den dritten Gang und erreicht 2 Stunden später Thatcham. Die Kleinstadt in der Grafschaft Berkshire hat etwa 23.000 Einwohner und ist die Partnerstadt des nordrhein-westfälischen Nidingen in der Eifel. Am Rande von Thatcham liegt das Wohngebiet, in dem Roccos Familie in den frühen 80ern gelebt haben soll. Millreef Close, hier ist es. Da hinten ist die 10. Mit einem alten Foto macht sich Julia auf die Suche. Unwahrscheinlich, dass Familie Barber hier noch wohnt. Ach, da war mal eine Klingel, aber die ist abmontiert. Hello? Das sieht fast unbewohnt aus. Freue ich mal bei den Nachbarn. Vielleicht kann sich jemand erinnern. So ist hier. Da ist jemand. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin aus Deutschland und ich suche jemanden. Und zwar die Familie Barber. Kennen Sie die Familie? Nein. Haben die hier gelebt? Ja, in der Nummer 10. Oh, das weiß ich nicht. Wissen Sie, wer heute in der Nummer 10 wohnt? Da lebt eine Familie mit ganz kleinen Kindern. Nein, das können Sie nicht sein. Danke für Ihre Hilfe. Ja, gerne. Danke, haben Sie einen schönen Tag. Entschuldigung, ich brauche Ihre Hilfe. Ich bin aus Deutschland und ich suche die Familie Barber. Kennen Sie die Familie? Leider nein. Monika, Rita, nein. Sorry. Leider. Schönes Auto übrigens. Bye. Oh mein Gott, ist der süß. Ist der süß. Oh. Mehr Deck? Darf ich ihn hochnehmen? Aber ja doch. Oh, ist der süß. Wie alt ist der denn? 4 Monate. Oh mein Gott, ist der süß. Family Barber. Familie Barber, schon mal von Ihnen gehört? Tut mir leid. Nein. Wir leben hier seit 38 Jahren. Wow. Wir haben aber nicht viel mit den Nachbarn aus Millreef Close zu tun. Verstehe. Einige Stunden durchkämmt Julia das Wohngebiet. Doch niemand der hilfsbereiten Anwohner erkennt Roccos Familie auf dem alten Foto. Sollte die Information auf der letzten Postkarte von Roccos Mutter an ihren Sohn falsch sein? Kaum vorstellbar, aber warum kennt niemand die Barbers? Langsam schwindet Julias Hoffnung. Tja, ich habe jetzt hier sämtliche Straßen abgeklappert, aber ich komme hier einfach nicht weiter. In England gibt es leider auch keine Meldepflicht, deswegen wird man mir auch bei den Ämtern nicht weiterhelfen können. Aber Monika stammt ja aus Deutschland. Vielleicht macht es Sinn, bei der deutschen Botschaft in London nachzufragen. Da werde ich hinfahren. Am nächsten Tag zurück in London. Julia klammert sich an einen letzten Strohhalm. Eine konkrete Spur hat sie nicht mehr. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland liegt in der City of Westminster. Hier hofft Julia, an Informationen über Roccos Mutter zu gelangen. Aus gutem Grund möchte sie dabei sehr vorsichtig sein. Also da die in Botschaften manchmal etwas sensibel sind, wenn man da einfach unangemeldet mit der Kamera erscheint, versuche ich es jetzt erstmal ohne. Julia kann ohne große Schwierigkeiten einen Termin bekommen, um ihr Anliegen vorzutragen. Und freundlich versuchen die Mitarbeiter der Botschaft zu helfen, Informationen über Roccos Mutter zu finden. Nach einer guten Stunde ist Julias Termin beendet. Tja, die konnten mir leider überhaupt nicht weiterhelfen. Die haben keine Unterlagen zu Roccos Mutter. Ich muss mir irgendwas anderes ausdenken. Julia ist mit ihrer Suche nach Roccos Familie wieder bei Null angelangt. Was kann sie jetzt noch tun? In aller Ruhe schaut sie sich noch einmal sämtliche Unterlagen und alte Fotos, die ihr Rocco zur Verfügung gestellt hat, an. Jedes noch so kleine Detail könnte wichtig sein.
Auf einem alten Hochzeitsfoto von Rita, der vermissten Schwester, fällt ihr dann plötzlich etwas auf. Ich habe hier ein Hochzeitsfoto von Roccos Schwester aus den 80er Jahren. Ich weiß, dass die Familie damals in Leicester lebte. Man kann hier oben im Eck einen Kirchturm erkennen. Vielleicht muss ich ja bei meiner Suche einen Schritt zurückgehen und versuchen, irgendwas über Roccos Schwester rauszukriegen. Wenn die dort geheiratet haben, könnte es ja sein, dass die zuständige Gemeinde weiterhelfen kann. Ich muss rauskriegen, wo genau diese Kirche steht. Wieder einen Tag später. Leicester liegt in der Region East Midlands, etwa 160 Kilometer nördlich von London. Die Stadt ist eine der ältesten Englands und hat ca. 330.000 Einwohner. Roccos Familie lebte hier, nachdem sie aus Deutschland auswanderte. Und seine Schwester müsste hier geheiratet haben. Rocco hatte die freudige Nachricht und auch das Foto in einem der letzten Briefe erhalten. Den Namen des Ehemanns oder eine Adresse kennt er leider nicht. Julia will versuchen, die Hochzeitskirche der beiden zu finden. Da vorne ist ein Kirchturm. Ich kann noch nicht so viel sehen, aber da könnte es sein. Ich muss näher ran. Also, die sehen sich zwar ähnlich, die Türme, aber das ist leider nicht der Kirchturm, den ich suche. Aber ich habe da gerade Leute gesehen. Ich frage einfach mal. Hi, excuse me. Hallo, ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ich möchte diese Kirche finden und versuche nun, alle Kirchtürme in der Gegend miteinander zu vergleichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte die Kathedrale sein. Okay. In Richtung Stadtmitte. In die Richtung also? Das versuche ich. Vielen Dank. Viel Glück. Also das passt auch nicht. Der Turm sieht anders aus und außerdem ist es hier mitten im Stadtzentrum. Und hier ist grün drumherum. Es muss irgendwo anders sein. Mehrere Stunden lang durchkämmt Julia das weitere Stadtzentrum von Leicester. Doch den Kirchturm zu finden, der auf dem alten Hochzeitsfoto zu sehen ist, stellt sich schwieriger dar als erwartet. Viele der Turmspitzen sehen sich sehr ähnlich. Doch dann wendet sich das Blatt. Das könnte die sein. Hier die Zinnen da oben. Und die hat auch Zinnen. Julia ist sich sicher. Sie ist auf der richtigen Spur. Und dann, nur wenige Minuten später, entdeckt sie etwas, was sie so kaum noch zu hoffen gewagt hätte. Das ist eindeutig richtig. Das ist die Hecke, das ist das Haus und da ist der Kirchturm. Wenn ich jetzt hier weitergehe, verschwindet langsam der Kirchturm hinter dem Haus. So und genau von hier muss das Foto gemacht worden sein. Ich muss jetzt sofort jemanden finden, der mir weiterhelfen kann in Bezug auf Hochzeiten in dieser Kirche da drüben. Ich gehe da mal hin. Die Tür ist auf und da brennt Licht. Da steht jemand. Excuse me? Entschuldigung? Hallo, ich heiße Julia und ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe herausgefunden, dass dieses Foto hier vor Ihrer Kirche aufgenommen wurde. In front of your church. Yes. Dort hinten im Garten? Richtig, vor dem Landhaus mit der Turmspitze dahinter. And I'm looking for the bride. Ich suche nun die Braut, weil ihr Bruder aus Deutschland sie sehr vermisst. So how long ago? Wann war die Hochzeit? Vor ungefähr 30 Jahren. Mein Gott. My goodness. Ich meine mich zu erinnern, dass der Bräutigam Russell Hawkins heißt. Russell Hawkins. Russell Hawkins, yes. Erinnern Sie sich an den Namen der Braut? Ich denke, ihr Name ist Rita. Yes, it's Rita. Dann ist ihr Nachname heute also Hawkins. Yes, Mrs. Hawkins. Rita Hawkins. Okay. Haben Sie eine Adresse? I'm afraid I don't. Leider weiß ich nicht, wo Sie heute leben. Aber Russell können Sie bestimmt beim örtlichen Polizeirevier antreffen. Local police station.
Auf dem Polizeirevier? Ja. Warum? Naja, weil er Polizist ist. Ach so, wissen Sie, wo das Revier ist? Ja, weiß ich. Und zwar einfach die Straße runter, dann nach links und schon sind Sie da. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ich bin überglücklich, Sie getroffen zu haben. Also jetzt habe ich wirklich einen ganz, ganz heißen Tipp. Kann Julia in der Polizeistation tatsächlich den Ehemann von Roccos Schwester finden? Es gibt nur einen Weg, dies herauszufinden. Ich gehe da einfach rein. Verdammt. Hi, excuse me. Schönen guten Tag. Ich komme aus Deutschland und ich suche einen Kollegen von Ihnen. For Russell Hawkins. Right, okay. Darf ich fragen, warum Sie ihn suchen und was es mit der Kamera auf sich hat? Ich möchte eine Familie wieder zusammenführen. Russells Frau hat einen Bruder in Deutschland. Es ist also nichts Schlimmes. Okay, kein Problem. Ich schaue mal, ob ich ihn erreichen kann. Okay. Er müsste gerade auf Streife sein. Ich funke ihn mal an. Großartig, vielen Dank. Ja, was gibt's? Hallo Russell, hier ist eine Frau bei mir, die möchte mit dir sprechen. Bist du in der Nähe? Ja, ich bin nicht weit weg. Gib mir ein paar Minuten, ich bin gleich bei euch. Yeah, that's great, mate. Cheers. Alles klar, bis gleich. Er ist quasi um die Ecke, er wird gleich herkommen. Oh, vielen Dank, das war sehr nett von Ihnen. Danke nochmal. Soll ich draußen warten? Ja, warten Sie bitte draußen. Das war jetzt einfacher, als ich dachte. Hoffentlich geht jetzt alles gut. Da kommt ein Polizeiwagen, das könnte sein. Hallo. Sind Sie Russell Hawkins? Ja, der bin ich. Ich bin Julia und ich komme aus Deutschland. Wow, hi Julia. Sorry. Entschuldigung für die Umstände. Ich bin auf der Suche nach Ihrer Frau. Heißt Ihre Frau Rita? Ja, sie heißt Rita. It's Rita, yes. What's it all about? Worum geht's denn? Wissen Sie, dass Rita einen Bruder in Deutschland hat? Yes, his name's Rocco. Ja, er heißt Rocco. Sie hat ihn schon viele Jahre nicht gesehen. Deswegen bin ich hier. Rocco vermisst sie sehr. That's fantastic news. Das sind fantastische Neuigkeiten. Darüber wird sie sich sehr freuen. Ach toll. Kann ich mit ihr sprechen? Personally? Yeah, of course you can. Aber natürlich können Sie das. Ist sie gerade zu Hause? Ein Vorschlag. Ich beende nur eben meine Schicht, dann bringe ich sie zu ihr. Das wäre großartig. Ich bin so glücklich. Ich habe Rita gefunden und ihren Mann. So am I, Julia. Great news. Gut? Sehr gut. Wir sind dann dahin gefahren. Guck mal. Okay. Das ist Ihr Haus? Das ist Ihr Haus? Ja, das ist mein Haus. Could you ring? Können Sie klingeln, sodass sie zur Tür kommt? Klar, mache ich. Hoffentlich ist sie da. Hi, Rita. Hi, Rita. Warum klingelst du an der Tür und warum bist du nicht bei der Arbeit? Und wer sind all die Leute? Ich bin Julia und ich komme aus Deutschland. Okay. Sprichst du noch Deutsch? Ein bisschen. Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. Wow. Aber was ist das? Es gibt nur eine Verbindung mit Deutschland. Mhm. Ja? Ich habe einen Bruder. Kann ich vielleicht in Ruhe mit dir sprechen? Ja. Ja? Ja, komm. Dankeschön. Danke. Danke. Deine Schwester. Wahnsinn. Sofort erkannt. Ja? Hat sich schnell viel verändert, ne? Guck mal weiter. Ja, gerne. Gut. Rita, I'm here because your brother. Rita, ich bin hier, weil dich dein Bruder Rocco vermisst. Was bedeutet dir das? That mean to you? I just can't describe. Ich kann es kaum glauben. Das macht mich sehr glücklich. I'm so happy. Verzeihung. Bist du glücklich? Ja. These are happy tears. Das sind Freudentränen. Ja, yeah, happy tears. Nichts als Freudentränen. Liebst du deinen Bruder immer noch? Very much. Ja, sehr.
Very much. So sehr. Er sucht auch eure Mutter. Geht es ihr gut? She well. Ihr geht es sehr gut. Yes, she is. Oh. Okay. Do you sometimes sprichst du manchmal mit deiner Mutter über deinen Bruder? Yeah. Oh ja. When she's sad. Wenn sie traurig ist, was sehr häufig der Fall ist, ist sie es, weil sie ihn so sehr vermisst. And then she doesn't talk. Dann schweigt sie, sad. Weil es ihr zu sehr wehtut. Was wird es deiner Mama bedeuten, Rocco wiederzusehen? See him again. She'll be so happy. Darüber wird sie sich unglaublich freuen. Sie dachte immer, dass er sie nicht sehen will und dass er wütend auf sie ist. Überhaupt nicht. Er liebt dich und er liebt eure Mutter. Das wird sie unglaublich freuen. Kannst du dir vorstellen, wie gerne ich mit deiner Mutter sprechen würde? Ist das möglich? Ja, can ring her. Ich kann sie anrufen und sie fragen, ob sie rüberkommen möchte. Wäre das in Ordnung? If you want to. Oh, that would be great. Das wäre schön. Gerne. Vielen, vielen Dank. Gespannt warten Julia und Roccos Schwester auf die Ankunft seiner so lang vermissten Mutter. Hallo. Hi. Hi Monika. Hallo. Hallo. Es freut mich. Sprichst du noch Deutsch? Ja. Ja. Ich spreche noch Deutsch. Nicht sehr gut. Sollen wir reingehen und uns zusammensetzen? Ja. Ja? Warum? Nichts Schlimmes. Wird alles gut. Ich verspreche es. Ja. Verrückt. Ich bin so froh. Ja. Wahnsinn. Ich habe ihr dann gesagt, warum ich da bin. Okay. Schau mal weiter. Ja. Monika, I'm here because ich bin hier, weil dein Sohn Rocco dich sucht. Was bedeutet dir das? What does that mean to you? Das bedeutet mir sehr viel. You missed er fehlt dir. Very much. Sehr. Ich habe mir so oft gewünscht, dass alles anders gelaufen wäre. Und ich war niemals für ihn da. Ich kann dir versichern, dass er keine schlechten Gefühle für dich hat. Er verspürt nur Liebe für dich. Das ist gut. Das macht mich sehr glücklich. Wirklich? Yes, it does. Ja, und wie? Denkst du viel an die Vergangenheit? I do, every day. Das tue ich, jeden Tag. Ich hätte ihn damals mit nach England nehmen sollen. Ich dachte, es wäre richtig, ihn in Deutschland zu lassen. Aber das war es nicht. Erinnerst du dich daran, wie der Kontakt zerbrach? Ich hatte ihm einen Brief geschrieben, aber er kam ungeöffnet zurück. Ihm ging es nicht anders. Er schrieb Briefe an euch, die ungeöffnet zurückkamen. Ich habe nie einen Brief erhalten. Ein Problem war wohl, dass er damals oft umgezogen ist. Ich hätte ihn niemals allein lassen dürfen. Bist du erleichtert, dass er dich so sehr liebt? Ich kann es gar nicht fassen, dass er mich liebt. Wie auch. Er sehnt sich sehr nach dir. Und auch nach dir, Rita. Das ist gut. Das ist schön. Rita, wie sieht euer Leben heute aus? Ich lebe hier in Leicester. Ich bin mit Russell verheiratet. Wir haben zwei Töchter, Lauren und Demi. Ich sehe meine Eltern jeden Tag. Wir trinken zusammen Kaffee und verbringen viel Zeit miteinander. Wir haben ein sehr glückliches Leben. Wollt ihr ein Foto von ihm sehen? Das hier ist Rocco. Er sieht genauso aus wie du damals. Er hat sich überhaupt nicht verändert. It's just how it looked like. So wie damals, nur ein bisschen älter. Hallo Rocco,
Ich bin so froh, dass du uns gesucht hast. Wir sind so glücklich. Und ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Hallo, Rocco. Wir können nicht warten, dich sehen und dir sagen, wie lieb wir dich haben. Ich hab dich so vermisst. Bis bald, Rocco. Ich lieb dich. Vielen, vielen Dank. Ganz gerne. Weißt du, was ich finde? Jetzt ist eigentlich nur noch die Zeit, um sich in den Arm zu nehmen. Ja, klar. Und deswegen habe ich deine Mama und deine Schwester mitgebracht. Nee. Wo sind sie? Die warten auf dich. Vor fast 30 Jahren verlor Rocco den Kontakt zu seiner geliebten Schwester und Mutter. Warum, das kann heute niemand mehr ganz genau sagen. Doch jetzt zählt für Rocco nur eins. Die lange Zeit der quälenden Ungewissheit soll in wenigen Augenblicken ein Ende haben. So, Rocco, dieser Moment gehört jetzt ganz allein dir. Hier um die Ecke wartet deine Mutter und deine Schwester auf dich. Danke. Ich habe so lange vermisst. Wir haben dich nie vergessen. Ja, ich euch auch nicht. Nie vergessen. Auf keinen Fall. Oh, Rocco. Jetzt sind wir wieder alle zusammen. Ah, oh, ist das schön. Ja. Ich lache und ich weine. So Dankeschön. Schön. Alles Gute. Danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Auch Roccos Frau Jeanette ist überglücklich, endlich seine Familie kennenzulernen. Nach vielen Jahren sinnlos verlorener Zeit hat Rocco seiner Mama und seiner Schwester eines versprochen. Er wird sie nie wieder aus den Augen verlieren.